Hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren von meinen Let's Plays. Ja, was nicht alles sozusagen möglich ist mit einem neuen Rechner. Wir spielen heute Cry of Fear. Ja, da ich einen neuen Rechner habe, wird es auch leckfrei laufen, hoffe ich doch mal. Und Cry of Fear, ein Indie-Horrorspiel, was kostenlos auf Steam erhältlich ist, könnt ihr euch mal ziehen. Es lohnt sich auf alle Fälle. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, stürzen wir uns in die Gefahr. Hallo, Gefahr, genau. Wir nehmen Medium. Und los geht's, viel Spaß. Andreas Rönnberg. James Marquand. Charlie Burman. Thank you.
So, und jetzt kann ich euch nochmal begrüßen zu Cry of Fear. Ihr seht es hier, was man auch noch sagen muss, es ist ein Half-Life-Mod, Half-Life 2 Mod. Und wir haben 5 vor 1 und sind mit einer Kamera. Oho. Oh, The Quatsch 2. Okay, die Atmosphäre stimmt schon mal. Löse ich aus mit. Okay. I hate you. Ich hasse dich. Die Tür. Die nächste Tür. Lag einer. Ist nichts. Auch nichts. Da kann man rein. So, dann müssen wir wohl in dem weit entfernten X, so. Hier oben. Boah, da hing einer. Da kann man durch. Okay, so ein bisschen die Steuerung. Wie kann man denn da durchklettern? Ich habe keine Ahnung, wie ich da durch kann. Hallo? Kann man da gar nicht durch das Fenster. Werden wir aber wahrscheinlich müssen. Wir finden hier nämlich keinen anderen Weg. Wie komme ich denn hier? Schreibt es mal in die Kommentare. Mit Enter? Nee. Auch nicht. Ah, okay. Alles klar. So. Da haben wir jetzt ein X. Boah, Alter. Shit, ich hätte ein bisschen näher dran sein sollen. Eine Tür. Nochmal jemand vorm Fenster. Eieiei. Okay. Ein weit entferntes X. Ein noch weit entfernteres X. Boah! Alter! So, Kapitel 1. Verloren in einer Stadt. So, wir sehen hier, also es ist nicht das schönste Spiel, das kann man gleich mal vorwegnehmen, aber man muss überlegen, die Größe und dass es kostenlos ist. Tab drücken, um in den Inventar zu gehen. Okay. Hier haben wir halt so die ganzen Inventarslots. Ich hoffe, man sieht meine Maus in der Aufnahme. Aber ich glaube, die sieht man. Okay, man schlägt mit... Aha, da kann man also den Angriffsmodus sozusagen wechseln. Hier nichts. Mhm, okay. Sprinten verbraucht Stamina sehr rasch. Setze es also sparsam ein. Find a code. Wie öffnet man den Türen? Ah, dafür braucht man den Code. Dann, ups. Gehen wir doch mal durch diese Tür.
Also es ist schon ein recht weit entwickeltes Spiel. Früher war es sehr buggy. Das könnte jetzt immer noch buggy sein. Also nehmt's nicht übel, wenn man vielleicht hier. Okay, sie lässt sich nicht öffnen. Ein paar Mal die Aufnahme ab. Ja, genau. Okay, alles klar. Oh, Alter. Also wenn die Aufnahme ein paar Mal abschmiert, ich werde aber schauen, dass das nicht so oft passiert, aber es liegt ja nicht in meiner Hand, liebe Leute. Dein Handy kann als Lichtquelle in dunklen. Drücke Maus 1, um das Licht aktivieren. Handy verbraucht keine Batterie. Okay. Kann man das irgendwie combine mit dem? Nee. Geht das nochmal? Dual wird. Tuck. So, genau. Aha. Okay. Interessante Geschichte. Verbraucht keine Batterie. Eine SMS von der Mutter. Wo bist du? Komm so schnell wie möglich nach Hause. Es wird dunkel. Und wir sind gefangen in einer Stadt. Da kommen wir nicht rein. Finden wir da irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Ein altes Sony Ericsson-Handy. Okay. So, ich muss hier mal ein bisschen mehr Spielraum für meine Maus geben, sonst kann ich mich nicht gescheit drehen. Ein Out 10 mit 3. Also zwei Ganzen und zwei. Wie viel ist denn? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 7 Uhr ist es. Was bist du? Marriage in April. Oh. Wie komme ich denn hier wieder raus? Hallo? Ach, da ist ein X. Okay, Marriage in April. Lederhof 45. Also ich muss sagen, ich habe auch schon LP über dieses Spiel gesehen, muss aber dazu sagen, dass ich mir sowas, so leichte Schritte. Oh, das ist eine schwere Uhr, ich dachte schon. Da oben, fast kein Spoiler, was könnte das da oben für eine Flasche sein? Dass ich mir so kleine Stellen vielleicht gemerkt habe, aber nicht das ganze LP, das geht nämlich gar nicht. Das ist nämlich relativ groß, dieses Spiel. So. Wie kann ich denn. Wie komme ich denn. Hier komme ich ins Inventar. Notes. Hidden Note 1. Was ist das jetzt? Oh. Ach, Kacke, ich hätte mir das Passwort vielleicht auch noch mal kurz angucken müssen. Ups. Ach, das speichert das ja auch gar nicht. So, auf Notes. Ups. Oh Mann, ich will doch da nicht immer ganz raus. Das Spiel will mich wohl.
So, alles klar. Jetzt müsste es funktionieren. Username, denke ich, dass das sein wird. Und das Passwort. Oh, hups, sind das die falschen? Und sehr gut. Jill 59. So, 5973, ich habe mir das noch kurz notiert, falls er sich das jetzt nicht aufschreibt. Oh, die war vorher aber auch nicht offen. Okay, da ist eine Sackgasse. Ich habe mir jetzt den Weg auch nicht wirklich gemerkt. Aber man merkt schon die Atmosphäre so ein bisschen. Ich habe auch lange hin und her überlegt, ob ich nicht eine Facecam rechts oder links, oben oder unten ins Bild klatschen soll. Habe mich aber dann dagegen entschieden. Weil ich habe ja noch nie mit Facecam gearbeitet und hätte auch gar keine gute. Also ich könnte euch keine gute Qualität bieten und bevor ich keine gute Qualität bieten kann, lasse ich es lieber ganz bleiben. Also mit der Facecam vorerst. So. Was ist das jetzt? Muss ich die jetzt drücken oder die? Ja, ich muss die drücken. Okay. 5, 9, 7, 3. Genau. Super. Können wir da mal direkt durchgehen? Du kannst bis zu 3 Gegenstände in die Quickscot-Slots legen. Wenn du 1 drückst, rüstest du dich mit der Waffe im ersten Slot aus. Es ist schneller über das Inventar und kann dein Leben retten. Okay, die geht nicht auf. Hier geht's raus. Eine unbekannte Nummer. Soll nach rechts schauen. Okay, die war gerade eben noch nicht offen. Ich traue mich gar nicht wirklich reinzugehen. Eieiei. Was macht das hier? Sieht aus wie ein Kassettenrekorder. I should able. Saving progress. Okay. Meine Güte, ey.
Oh, diese Drecksau. Da würde ich mir jetzt aber auch ernsthaft mal Gedanken machen. Wenn ich in dem seiner Situation wäre, muss ich da rein oder muss ich hier? Ich glaube, von hier komme ich. Ist nur ein ewig weiter zurückgegangen. Ja, ja. Von da komme ich. Aber gegen so ein Messer ist das ja, naja. Ups. Warte, lag da was? Siren. Boah, what the fuck? Alter, den habe ich jetzt aber auch nicht kommen sehen. Aje. Nichts gibt's. Jetzt ist gut. Komm, fall um. Oh, Halleluja. Da ist schon wieder einer. Oh Mann. Ich will so wenig Schaden nehmen wie möglich. Weil ich glaube, dass das Spiel noch richtig, richtig schwer wird. Kann man da hoch? Hoch, 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 hoch? Ich würde gerne hoch. Ah, okay, mit E. Okay. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen fail wegen Steuerung und allem drum und dran habe. Dann tun wir mal speichern. Da ist man über jeden Speicherslot froh, den man hat. Und wir gehen einfach mal weiter. Da ist einer. Okay. Komm her. Jetzt ist gut. Geh drauf. Nein. Ah. Friede. Oh, hey, das war jetzt schlecht von mir. Das war jetzt extrem schlecht von mir. Was ist das? Eine Cola. Boah! Alter! Bist du bescheuert? Junge, hat der mich jetzt erschreckt. Oh nein. Ei, da weißt du gleich, was abgeht. Scheiße, 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 scheiße. Oh. Okay, machen dasselbe einfach nochmal. So, okay. Zwar, da ist einer. Nix gibt's. Oh, Mann, die rennen so schnell. So schnell kann ich gar nicht reagieren. War noch mal irgendwo einer, den habe ich übersehen. Der da. Wow. Komm, 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 komm. Boah. Leute, Leute, Leute. Jetzt ist gut. Boah. Halleluja. Oh, nix, nix zum Finden hier. Nix. Alter! Hey, da will man einfach um die Ecke gehen. Denkt an nichts Böses. Ach, Mann. Ja, komm, komm, hau mir nochmal auf die Fresse. Jetzt ist gut. Ich hab irgendwas geöffnet. Das hier? Ja, ich habe hier ein Gitter geöffnet. Und kann erstmal weiter. Hilfe, bitte hilf mir. Sie kommen. Ich bin im Inneren des Apartments. Beeil dich. Wir schauen mal, dass wir dem helfen können, der uns auch, wer uns auch immer die SMS geschrieben hat.
Oh fuck. Oh fuck. Ah, okay, hier komme ich raus. Ich hatte gedacht, ich komme nicht mehr hier raus. Das wäre ein bisschen blöd gewesen. Ups. Oh, Leute. In sowas bin ich eigentlich ganz, ganz schlecht. So, Jump and Run Einlagen hier. Ah, guck. Eieiei. Ah, Mann. So, das kann hier nur noch, das ist hier jetzt nur noch eine Frage von Stunden. Ah, ich hab's. Halleluja. Okay. Mach mal an. Wow. Meiner rennt aber auch relativ schnell. Achso, ich muss hier rüber wahrscheinlich. Nee, muss doch nicht. So, hier gehen wir jetzt. Ach, da hat sie Leiter. Ach. Wir können während dem Leiter hoch und runter klettern. Können wir auch nicht nach oben und nach unten schauen. Das ist ein bisschen schlecht. Kann man hier rein? Ja, hier kann man rein. Er ist im Inneren des Apartments. Da werden wir jetzt mal reingucken. Irgendwas stimmt hier nicht. Vierter Stock. Meine geheime Notiz 1. Drei kleine Kinder spielen im Park. Sagt das erste Kind, gehen wir heim, bevor es dunkel wird. Die ersten zwei Kinder gingen fröhlich nach Hause. Das dritte blieb und spielte, ganz alleine. Komm her, kleines Kind, komm zu mir. Das Gebüsch flüsterte leise. Man sagt, Neugier ist der Katze tot. Tja. Können wir rein? Das ist eine Wohnung. Und Speichergerät. Ich würde mir mal gern irgendwie... Boah, Alter, meine Güte, Alter. Oh, nein, wenn ich jetzt verreckt kriege durch. Hör auf, du kleines Drecksviech. Ei. Boah, hat er sich gerade voll die Spritze reingejagt. So, ich mache hier jetzt mal eine kleine Aufnahmepause. Meine Güte, aber ich speichere vorher. Ei, da wird es einem ganz anders bei dem Spiel. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, ihr fandet den Part gut. Könnt mir ja euer Feedback geben, wenn ihr wollt. Das wäre super. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich guck mal, wann ich das hochlade. Immer so wahrscheinlich so um 21 Uhr oder so, wenn es halt recht dunkel ist draußen, damit es sich auch wirklich lohnt. Sagt danke, dass ihr zugeschaut habt. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Genau. Macht's gut. Bis denn dann. Haut rein. Ciao.